Together heute wieder mit Marcel am Start. Hallo und auch von mir. Du hättest was sagen sollen, Alter. Sonst hätte ich es sofort auf. Ja, ich hätte sofort auf Aufnahme gedrückt, weil ich habe jetzt eine halbe Sekunde oder eine Sekunde später als du angefangen. Dann hätte ich deine Begrüßung mit drin, weil ich habe, ohne Scheiß, meine Folgen fangen meistens mit deinen Begrüßungen an. Echt jetzt? Ja. Gehen wir so, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Und dann denke ich mir, und dann gucke ich immer so in die Kamera, mach so, hi, ne, so nach und dann so, ja, und noch ein herzlich willkommen an meine Zuschauer. Das mache ich mittlerweile immer so. Ja, heute wieder Marcel am Start. Ja, letzte exactly. Folge, worüber haben wir in der letzten Folge geredet? Über Stasi-Gefängnis in Berlin. Stasi. Unsere Abschlussfahrt. Wir waren ja auch am Brandenburger Tor. Ja, Mann, die Bilder, die ich da gemacht habe. Letzten Abend, glaube ich. Die Bilder, die ich da gemacht habe, sind immer noch so kacke. Wo dann teilweise Leute mit dieser Viersitzer-Rikscha rumgefahren wurden, Alter. wo wir auch diese U-Bahn-Fahrt hatten, was auch Katastrophe war, weil einfach die Lehrer so viel mit Karten rumhantieren mussten. Alter. Boah, U-Bahn-Fahrt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da war so ein Rollstuhlfahrer und eine Rollstuhlfahrerin, der oder die von zwei Polizisten exekutiert wurde. Was? Oder zwei Sicherheitsbeamten vom U-Bahnhof. Exekutiert? Ja, die haben die halt so vor sich hergeführt und quasi mit der Waffe bedroht. Ah, ich erinnere mich. Die einzelne Person so, exekutiert eben. Weil, ihr müsst euch das so vorstellen, da war... Kurze Frage, ganz, ganz kurze Frage. Da, wo meine Farm jetzt ist, so direkt hinterm Haus, soll ich... Naja, wobei, wenn ich den da den Boden hinstelle... Ich würde den schon gerne hier hinstellen, wo ich jetzt stehe. Ja, ich würde... Ich weiß, ich sehe dich leider nicht. Wo bist du denn? Ungefähr. Ich bin in der Mitte von dem freigelegten Feld. Okay, dann sehe ich dich so weit auf die Distanz nicht. Ich bin nämlich gerade oben auf diesem Berg, auf den Bäumen da. I see. Du bist aber gerade an der Kiste, ne? Nee. The fuck, die ist einfach offen. Ja, erzähl weiter. Ja, wo war ich denn jetzt gerade? Bei einem Rollstuhl-Dude, ne? Ich sage jetzt einfach mal, das war ein Typ. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, aber ich sage jetzt einfach mal, das war ein Typ. Der wurde von... Story von Anfang. Wir waren in dem U-Bahnhof, weil wir irgendwo hinfahren wollten. Und das war schon abends, so 23 Uhr oder so. Also die Lehrer waren auch noch dabei. Und dann sind wir da halt... unten gewesen und haben gewartet, bis unsere Bahn kommt und die Lehrer mussten auch noch was regeln, wegen diesen ganzen Tickets, die wir da hatten. Bei so vielen Schülern vor allem. Ich habe halt auf dem gegenüberliegenden Gleis gesehen, wie so ein Typ im Rollstuhl sitzt und hinter dem laufen einfach zwei Polizisten oder Sicherheitsbeamte von dem U-Bahnhof mit Maschinengewehren hinter dem entlang. Und die... der ist halt vor denen gefahren mit seinem Rollstuhl und die sind dem aber so dicht gefolgt, sodass sie dem einfach, ich glaube, zu verstehen geben wollten, dass er sich jetzt verpissen soll. Und als er dann auch in den Aufzug rein ist, hat sich zu die Tür geöffnet und er ist aber nicht gleich reingefahren. Und dann haben sie zu denen gesagt, ja, los, rein da jetzt. Ich glaube, das habe ich ja mitbekommen, dann, oder nicht? Warst du, ja, du warst da auf jeden Fall dabei. Ich weiß so nicht, bekannt ob vor. Hast. Und auf jeden Fall haben die zwei Polizisten, also ein Mann und eine also ein Polizist, eine Polizistin waren das, die haben diesen Rollstuhlfahrer auf jeden Fall sehr deutlich gesagt, dass er sich bitte verpissen soll. Jetzt nicht genau in dem Wortlaut, aber die haben den halt... Bitte verpiss dich jetzt einfach. ...ausgeworfen so. Und die haben den auch sehr, sehr unter Stress gesetzt, weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht gerade einfach ist, den ganzen Tag im Rollstuhl zu sitzen und sich die ganze Zeit mit seinen Armen davor zu bewegen. Und auch als er nicht gleich losgefahren ist, als sich die Aufzugtür geöffnet hat, fand ich sehr, sehr komisch, dass die den dann so... quasi dazu drängen wollten, ja los, fahr da jetzt rein. Ich weiß noch nicht, was der Typ gemacht hat, also da haben wir nichts mitbekommen. Kann natürlich sein, dass das berechtigt war, wie die den behandelt haben. Aber so jetzt, dass man sieht, dass Polizisten einfach so mit einem augenscheinlich körperlich behinderten Mann umspringen, ist jetzt nicht so geil. Ja. Ja. Ja, das war die Geschichte vom Rollstuhlfahrer mit dem Maschinengewehr ausgerüsteten Polizisten dahinter. Ich hätte noch eine aus Frankfurt damals. Da war ich aber nicht dabei.
Ja, kann ich aber trotzdem erzählen, so polizeimäßig halt. Ja, oh, Alter, wie viele Zombies wollen denn jetzt noch hier einmarschieren? Verpisst euch jetzt. Spastis. Jetzt, wo wir es gerade von Rollstuhlfahrern hatten. Wir hatten, da war so ein Fantreffen von einem bestimmten Streamer namens Funk Royal. Das hab, vor allem, Alter, what the fuck, das Video. Wie viele Zombies? Was? Das Video habe ich mir gestern von dir angeguckt, weil das auf meiner Startseite war. Dachte ich mir, genau. Ja, okay, guck ich mal an. Ja, also auf jeden Fall. Junge, jetzt ohne Scheiß, wenn da jetzt noch mehr Zombies kommen, da raste ich komplett aus, Junge. Da kommt ein Zombie und da hinten aus dem Wald, weißt du, so 50 Blöcke weit weg, kommt einfach noch einer. Verpisst euch jetzt, es reicht. Spassos. Spassos Maximus. So, auf jeden Fall, da war ein Fantreffen. Junge, da kommt, ey, ohne Witz, ich drehe hier gleich so durch. Weißt du noch damals dieses Update, wo gesagt wurde, so, ja, wenn du einen Zombie tötest, kann es halt durchaus sein, dass da noch mehr aus der Umgebung kommen. Die spawnen dann automatisch da. Ich hasse es. Junge, hier spawnt gerade alles. Jetzt kommt Baby-Zombie, klar, klar. Vor allem, wenn du einen Zombie schlägst, dann sehen die dich halt auch von viel weiter weg. Ja, total behindert. Noch ein Baby. Ja, zwei Baby-Zombie, ja, klar. Eine Hexe. Also, wo war ich? Fantreffen. Und an diesem besagten Fantreffen war dann halt jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen, Alter. Fuck mich jetzt schon wieder so ab. Polizeieinsatz. Polizeieinsatz, genau. Ich höre schon wieder einen Zombie. Konzentration. Also, Fantreffen wurde an, ich weiß nicht, wer den Standort vielleicht kennt, die Wache oder die alte Wache in Frankfurt. Das ist halt einfach so ein Platz, wo man sich halt treffen kann. Der Streamer hat das Treffen auch ordnungsgemäß angemeldet. Also da gab es null Probleme. War alles total... Wie viele Leute waren da denn? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall. Es können schon so 30, 40, 50... Kann schon sein, dass... Wenig für so jemanden wie Frank Royal. Ich weiß, ich kann, ganz ehrlich, es kann nur sein, dass 100 waren. Ich kann Menschenmengen echt nicht so einschätzen. Und da... Warte mal, das muss ich tiefer machen. Das war dann so, dass wir da halt... So, also ich komme gerade, ich kann gerade die Story nicht erzählen. Ich weiß nicht, warum. Mein Brain kommt gerade einfach nicht hinterher. Weil ich so viel von dem. Währenddessen baust und dich konzentrieren musst. Das ist bei mir auch ganz, ganz oft so. Nee, wegen die. Allein schon wegen den Zombies. Ja, aber auch wegen dem Bauen, auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich es gleich wieder. So, also, genau. Man muss sich vorstellen, ich war noch nie in Frankfurt. So, fangen wir mal so an. Ich war noch nie in Frankfurt. Frankfurt war für mich ein komplett unbekanntes Pflaster. Man hört halt immer so, ja, Frankfurt, das Pflaster der Drogen, ne, so Drogenhochburg, bla, 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 bla. Also, Digga. Und. Na, du kommst das erste Mal so nach Frankfurt und findest erstmal die ganzen Hochhäuser beeindruckend. Und ohne Scheiß, es ist beeindruckend, weil da sind so viele Hochhäuser. Schon geil. Ist auf jeden Fall schon ziemlich geil. Und du gehst dann halt zu dem Treffen hin, bist halt schon ein bisschen früher da, ist noch nicht so viel los, sind halt schon ein paar Leute da. Irgendwann kommt Frank Royal dazu. Dann stehen halt alle erstmal so ein bisschen um den rum. Du quatschst mit den Leuten generell. Ne? Das ist ja nicht nur ein Treffen für wegen ihm, sondern halt du kommst halt auch wegen den anderen Leuten. Und das ist halt total entspannt gewesen alles. Und irgendwann höre ich so aus der Ferne so einen Krankenwagen, habe mir jetzt aber nichts gemacht. War halt nur so, habe ich halt nur so richtig wahrgenommen, weil der musste halt anscheinend irgendwie auf dem Platz, wo wir gerade standen. Und irgendwann war der Krankenwagen halt da, dann sind da so welche ausgestiegen, sind halt so runter in die U-Bahn gelaufen, weil an diesem Platz, wo wir waren, es war halt direkt unter uns eine U-Bahn-Station. Und da war halt viel los, da gibt es halt alles mögliche an Läden und weiß der Geier was. Und dann kam halt irgendwann noch ein Krankenwagen. Ich dachte mir so, okay, was auch immer da los war. Dann kam auf einmal so ganz plötzlich ein Polizeiauto. Dann kam noch ein Polizeiauto. Dann kam noch ein Polizeiauto und irgendwann kam ein Polizeibus. Ne, so VW-Bus kam an und dann kam noch mehr Krankenwagen und irgendwann war das alles total vollgestanden. Irgendwann, so ganz plötzlich, hat die Polizei dann alles abgesperrt. Hat dann, man sieht es ja auf den Videoaufnahmen so ganz kurz, dass da so Polizisten mit MPs vorbeigelaufen sind. Was schon krass war, das hatte ich dann so gerade noch so auf Video. Und dann hat sie halt einfach nur rausgestellt, unten war eine Messerstecherei. Wow.
Und die sind da halt voll abgegangen, so. Fuck, Alter. Eine Messerstecherei zwischen zwei Gruppen. Und dann sind die da halt so mit so einem Aufgebot da runtergeraced. Holy fuck. Ja, komm, ist aber auch verständlich, ne? Ich meine, ja, schon. Verlagert, aber, dann Alter, du, ohne Witz. Ich habe das in dem Ausmaß noch nie erlebt. Noch nie. Und du kommst das allererste Mal nach Frankfurt, wirst direkt so herzlich begrüßt, Junge. Das beste Leben. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du gerade in dem Moment, als es passiert, gar nicht so weißt, was da gerade abgeht und du hörst es dann erst später, dass direkt so 20 Meter von dir weggefühlt sowas stattgefunden hat. Ich glaube, dann geht's ja schon ein bisschen anders, oder? Ja, vor allem, wenn du oben stehst und dich nur ein paar Meter weiter weg entfernst und gar nicht wirklich weiter weg gehst und dir dann sagst so, ja, da unten ist eine Messerstecherei und denkst so, Bitch, what? Ja, eben. Bitch, please, what? Also erst denkst du dir, ja gut, wird wahrscheinlich irgendwie mal umgekippt sein oder so, keine Ahnung, Ohnmacht oder so. Und dann hörst du da einfach von so, keine Ahnung, zwei Leuten, die sich gerade neben dir unterhalten, ja, eine Messerstecherei. Und ich so, fuck, what am I doing here? Fuck me. Nicht so geil. Aber ja, da war Polizeipräsident. Letztens, ja gut, das kann ich jetzt nicht erzählen, weil das würde vielleicht ein bisschen den Wohnort liegen. Aber ich hatte letztens bei uns in der Umgebung auch ein bisschen viel Polizeipräsenz. Ah, du hast es mit. Was sind das? Basalt? Polierte Andesit Slabs. Weil ich baue den. Ich habe mir jetzt gedacht, so, um es einheitlich zu machen, baue ich den Brunnen einfach 1:1 nach, aber mit einem anderen Werkzeugstück. Ja. Welches baust du denn? Axt. Ja. Ja, aber also, das hat schon. Das hat schon reingeballert. Das glaube ich dir. Auf jeden Fall. Ist auch ganz oft so bei mir, wenn ich fahre ja sehr viel Auto. Und es ist doch ganz oft bei mir bis jetzt schon so gewesen. Warte mal, es war doch jetzt Andesit, oder? Ich fahre ja hauptsächlich auf der A7. Und wenn man dann so sieht, yo, wenn ich halt gerade an meinem Ziel oder zu Hause ankomme, und dann steht da so, ja, A7 Vollsperrung wegen LKW-Unfall, 3 Tote, 5 Verletzte oder so. Und ich hab mir so, fuck, Alter, da bin ich vor 2 Stunden noch entlang gefahren. Und jetzt ist da einfach gerade so komplett hier Massenkarambolage und so. Ich denke mir so, fuck, Alter. Massenproduktion. Da denkt man sich auch so, Junge. Wenn ich ein bisschen später losgefahren wäre, hätte es mich wahrscheinlich auch noch erwischt. Alter, ich bin mal beim Autofahren. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich bin, glaube ich, schon mal knapp dem Tod entkommen, Alter. Ohne Scheiß. Da war so ein Typ, also ich bin auf der Landstraße gefahren, ich glaube, da war ich auf dem Weg zu Andrew. Andrew ist schon wieder schuld. Und das war so eine Landstraße, wo halt viele Bäume waren. Aber normale Landstraßengröße halt, aber halt, wenn kurvig, Bäume und so. Also du hast jetzt, wenn du so eine leichte Kurve hast, schon nicht mehr gesehen, was dahinter kommt. Und ich fahre halt da so entlang und auf einmal kommt mir so ein Typ entgegen, der meine Fahrspur so hart geschnitten hat, dass wenn ich da eine Sekunde oder 2 Sekunden früher angekommen wäre, der hätte mich übelst umgenietet. Ohne Scheiß, der war so haarscharf da am Fahren, der hat mich übelst weggerotzt. Ja, und kennst du das, wenn dir das so passiert ist und du so gerade so noch irgendwie dran vorbeikommst und dann so danach erstmal so übelster Herzschlag, erstmal so, oh fuck, Alter, was war das jetzt gerade? So deine Finger so schwitzen, zitterst ja, vor allem, ein bisschen so. Mir ist dann erst ein paar Sekunden später das hat kurz gedauert, bis mir dann eingefallen ist, warte mal, der hat die so oder so geschnitten. Wäre ich da jetzt vielleicht kurz vorher angekommen, ich wäre tot. Ich wäre einfach tot. Ich wäre voll in den reingefahren, Mann. Und das ist mir dann erst so richtig bewusst geworden. Ich hätte durch den Penner richtig sterben können. Weil der so hart auf meiner Spur, wo ich mir auch so denke, wie dumm kann man sein, auf einer Landstraße, wo so viele Bäume sind, wo du nichts siehst, so den Gegenverkehr zu schneiden. Also ich schneide auch ziemlich viel den Gegenverkehr, aber halt auch nur, wenn ich sehe, was jetzt kommt. Ich mache das tatsächlich nie, weil ich ein sehr, sehr geil in der Kurve liegendes Auto besitze. Ja, habe ich auch, aber ich finde es einfach angenehmer, bei einer scharfen Kurve nicht halt direkt auf meiner Spur am Rand zu fahren, sondern fahren wir so ein bisschen über den Mittelstreifen drüber, dass man halt so besser in der Kurve liegt, so. Easy. Was ist denn das hier, Alter? What the fuck, bitch? Ah. Einfach 2 Cobblestone hier unter Erde drunter. Bei mir oder bei dir? Bei mir. Also hier oben auf dem Berg.
terraform hier gerade ein bisschen, grab so zwei Schichten Erde weg. Und was sind das, so zwei Koppelblöcke? Oh, aber den Berg, wo ich mein Megaprojekt gerade, wo ich schon ewig nicht mehr dran gearbeitet habe, aber wo ich das angefangen habe, machst du bitte noch nichts. Oder überhaupt nichts, generell. Ne, was soll ich da hinten machen? Das wollte ich hören. Weil da kommt noch einiges hin. Das wird ziemlich, ziemlich geil. Aber ich muss jetzt mal meine Spitzhacke wieder repairen, weil die ist schon wieder hart im Argon. Im Argen. Burn, baby, burn. Burn to death. Boah, meine Stimme, die ist jetzt von gestern noch so gefickt, dass sie sich einfach total krass anhört. Was war denn gestern? Ja, ich habe gestern ein paar Vocalaufnahmen für ein bestimmtes Lied gemacht und da habe ich ein bisschen die Stimme gebumst. Also ich habe es ein bisschen Ups. überstrapaziert. Überstrazicato. Stracciatella. Oh, ich habe noch Eis im Kühlfach. Boah, geil. Das schmeckt. Das schmeckt übel. Und zwar ist Eis es zum einmal Essen oder so gefrorenes Wasser? gefrorenes, ja, Eis zum Essen. Also es ist quasi in so einer Plastikbox einmal, ich glaube, Erdbeere und einmal Kirsche. Weil es einfach so geil ist. Ah, wie viele haben wir? Wir haben gleich zwei. Alter, what? Übrigens, ich habe einen Trick. Ich kann den dir mal wärmstens ans Herz legen. Wenn Erzähl. du eine Wasserflasche, also eine Plastikflasche oder so, zur Hälfte mit Wasser füllst und die dann ins Gefrierfach legst und das Wasser kühlen, also wirklich zu Eis werden lässt, dann nimmst du die Flasche, stellst oder hängst die oben im Raum auf, also so deckennah, dann gibt die kalte Luft ab und das kühlt den Raum. Das habe ich letztens getestet, hat dann testweise nicht so viel gebracht, weil mein Rechner gelaufen ist. Der hat ein bisschen aufgeheizt, aber das gibt wirklich kalte Luft, aber es ist echt nicht schlecht. Ich habe mal gehört, dass das was bringen soll, wenn man sich so eine Schüssel mit Eiswasser macht, also so kaltes Wasser mit Eiswürfeln drin und die dann so vor einen Ventilator stellt. Das geht auch, absolut. Weil quasi die kalte Luft dann einfach rausgepustet wird, aber die verbreitet sich ja. Die wird ja nicht automatisch wieder warm, sondern die ist halt dann so. Auch so Erde, Digga. Nee, Alter, ich habe eine komplette Doppelkiste voll damit. Ich habe jetzt zwei voll. Alter Schwede, wohin damit? Willst du mich verarschen? Verpiss dich mit dem Sch Junge, wie das bei mir rumleckt. Hat so ganz krasse Animationen. Hast du ein Feuerzeug? Ich habe ein Feuerzeug. Brandstifter. Alter, was doch du? Brenn doch. Der Ja, Brandstifter war es damit doch, wäre auch die du. Folge hier jetzt wieder geschafft. Würde ich sagen, bedanke mich fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Ich mache zumindest meine auch aus, ne? Ciao. Supidupi.